Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem kleinen Gameplay für euch da draußen auf YouTube, Horizon Zero Dawn. Und heute heißt es auf zu dem Banuk. Eine kleine Vormission machen wir noch, so eine kleine Nebenquest und dann geht's los, meine lieben Freunde. Und ich habe auch gute Nachrichten für euch, denn gestern kam Livestream von Nvidia und die haben die 3080, 3090, 3070, 30 schlag mich tot vorgestellt, also die neuen Grafikkarten. Und die 3090 interessiert mich natürlich mal mega. Kostet in Anführungsstrichen nur 1500 Euro. Also ist ein Schnäppchen gegen eine TI. Oder gegen die Titan, muss man dazu sagen. Und ich habe schon mal mein Computerteam in Erfurt geschrieben, wie es aussieht, ob sie die nicht mal vorbestellen können. Ne? Weil 24 GB hat die Arbeitsspeicher meine RTX 2080 Ti, die hat 11 GB, ist eine Waterforce, muss man dazu sagen. Waterforce weiß ich noch nicht, ob es die Modelle auch schon gibt. Also da mal gucken, zum einen, ob es reinpasst und zum anderen, ich will in 4K streamen. Punkt. Und ich bringe die 2080 Ti ja schon völlig an ihre Grenzen. Und da will ich einfach mal gucken, ob nicht eine Grafikkarte, die das Doppelte oder mehr als das Doppelte leistet, angeblich bis zu 8K kann man das streamen mit mit DSSL oder so ähnlich, oder LLSS, oder schlag mich tot, egal. Ja, das will ich tun, weil ich möchte mich einfach von den ganzen YouTubern auch abheben, indem ich sage, Leute, bei mir kriegt ihr 4K, 2K und 4K. So, Punkt. Und ich renne hier um den heißen Brei drumherum wie eine Banane um die Schale. Oder andersrum, die Schale um die Banane. Ich komme hier nicht weiter. Ja. Super. Dann muss ich hier hoch. Hier komme ich gar nicht hin. Ja, das war Kack. Schack. Wie komme ich da hoch? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt euch da mal einen Kaffee holen oder einen Tee oder sowas. Bis ich da oben bin. Und mittlerweile habe ich mir auch einen YouTube-Account zugelegt und. YouTube-Account. Ach, Fuma, du Pfeife. Ja. Ne? Crytek würde sagen: Ach, Fuma, wie muss ich dich denn immer bemuttern? Kein YouTube-Account, ein Facebook-Account. Schaut bitte in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr mir folgen auf Twitter und auf Facebook, weil TikTok ist nichts für mich und Instagram ist mir auch so schickimicki. Ist nicht meins. Aber auf jeden Fall folgt mir und wenn ihr mich unterstützen wollt oder Tippi streamen, für eine kleine Spende wäre ich euch natürlich dankbar, denn 3090 RTX-Grafikkarte wäre schon geil für 4K-Streaming. Ja, und so habe ich es ja auch bisher gehandhabt, immer, auch was die PlayStation angeht, die PS4, da habt ihr mich damals auch unterstützt und bumm, danach gab es PS4-Games, ne? Check. So, jetzt geht's aber mal los hier. Was hat denn der zu sagen? Du hast den Angriff auf die Stadt vereitelt. Die Sonne ehrt mich mit unserem Treffen. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen.
Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Na Mann, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein, aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung, wie die Sonne. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh. Das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern, wolltest aber einer werden? Ich hab immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen die ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihnen. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu Ehre ehrt uns alle. Okay. Ihre Ehrung ehrt uns alle. Keine Ahnung. Koppe. Ach ey, liebe Leute. 1, 2, 3. Also machen wir erstmal hier und dann da und dann dort. Schwupps, los geht's her. Muss man wieder hochklettern, glaube ich. Klettern, ja. Wie Bike von Siva. Oder Spider-Man, der konnte auch ziemlich gut klettern. Ja. Gucken wir mal, was uns jetzt da gleich erwartet. Ja, nu? Ich war da bestimmt richtig, oder? Eins. Genau, ich muss da hoch. Ah, die Frage ist, wie geht's da hoch? Das muss der Sonnensteig sein, den der Vanuk bemalen wird. Na los. Sonnensteig heißt das Ding also. Okay. Ja. Also 3090 freue ich mich drauf. Ach echt jetzt? Das war doch so klar. Wie komme ich denn da hoch? Ah, ich muss ganz hoch. Okay. Ein paar Grau habe ich, soll ich das Thema sein. Wo seid ihr, Jungs? Au! Oh Mann! Oh Mann! Weißt du mal? Also Aloy pennt wieder?
ey. Echt? Ich hab diese Tage jetzt nicht gespielt. Ja, du bist erledigt. So. Meine Fresse. Aus der Stadt weg zu sein. Es ist gut, aus der Stadt weg zu sein. Wir hatten jetzt hier geredet. Irgendjemand hat gequatscht. Hä? Ah, da unten ist der Banuk. Hibi. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja. Es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Bitte. Immer wieder gern. So. Check. Das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir... Begib dich zum Seelenstein. Seelenschrein, wie auch immer. Check. Geht's hier auch irgendwie schneller runter? Außer die Lauferei. Muss doch bestimmt irgendwas geben hier. Wo ich runterhüpfen kann. Will mal einen abseilen hier. Runterhüppe. Scheinbar nicht. Okay, dann ist mir Schnuppe. Dann mache ich hier Butter bei der Fische. Ja. RTX 3090 ist der Plan. Ja, also wenn ich mir überlege, was ich für meine gezahlt habe. Ich glaube sogar 1300. Für die Waterforce. Für die RTX 2080 Ti. Das ist schon... Auch eine Bank. Ja. Gerade ein Wildschwein. So, da werden Schnappmörder sein, gehe ich mal davon aus. Die ich platt machen muss. Okay, ich glaube, das Vieh kommt jetzt raus. Längst fest. Kleines Arschloch. Ja. Oh, das hat mich erwischt. Auch eine Banuk. Brauch Lohe, Leute. Ich brauch Lohe. Das wird eh noch krass. Weil ich habe Stream gesehen von Dutzi. Der hat richtig viel Lohe gebraucht. Weil du kriegst nachher irgend so eine Art Feuerwerfer. Ich meine, da freue ich mich. Da brauchst du was für mich, ne? Feuern und so. Okay, Lady. In mein Schiefen. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen,
lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde und dass sie noch lebt mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband! Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Ja, und jetzt? Achso, wir müssen ja noch zum Königsschrein oder Schlagenstod da mit dem Priester noch diskutieren wahrscheinlich. Dann machen wir das mal ganz fix. Und yep. Let's do it, baby. Wo müssen wir da hin? Da runter, ne? Ich glaube zumindest. Ich bin froh, dass ich allein bin. Ja. Hey Leute! Hip! Läuft doch mit uns, ey. Das muss der Königsschrein sein, von dem Maman gesprochen hat. Außerhandsklaven haben das gebaut. Es steht uns zu, es zu sehen. Es war für den verrückten Sonnenkönig, gehört aber jetzt uns. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände am Stein und am Metall, das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Sein Geliebter. Okay, dann quatschen wir jetzt mal mit dem Hafensänger da vorne. Es steht uns zu, es zu sehen. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Echt? Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen.
die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Du nennst den Tempel korrupt, aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Ich dachte, Avards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Avard nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Ja, ja. Du bist feige. Du hast ja keine Autorität. Du glaubst nicht an den Thron, die Priester, die Armee oder die Stadt. Dann hast du hier wohl keine Autorität. Ich habe die Autorität der Sonne. Dann muss sie dir helfen. Niemand sonst wird's tun. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Daran erkennt man einen guten Arbeitstag. Eins verstehe ich nicht so gleich. All diese Schnörkel und Verzierung überall. Das ist ganz schön peinlich. Viele gute Osserabkämpfer sind bei der Eroberung. Okay. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Okay, ich würde sagen, das war's. Jetzt können die alle in Ruhe beten, tralala machen und so. Kehre zum traurigen Namad zurück. Ach so, zu dem müssen wir auch noch zurück. Ach ey, wo ist denn der komische Priester? Und der war ja wieder um die Ecke. Oben. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Oben. Um die. Naja. Ich glaube, hier müssen wir lang. Genau, hier um die Ecke und dann geht's ja irgendwo eine Treppe hoch. Glaube ich zumindest. Wo renn ich denn jetzt hin? Wo ist der denn? Ach ja, hier. Nee, da bist du bestimmt. Yippie. Ach, das ist woanders, okay. Reden wir mit ihm. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke.
Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Das stimmt allerdings, denn wir gehen jetzt zu den Banuk. Meine lieben Freunde, so. Jetzt haben wir hier echt alles abgeklappert. Ja, das Einzige, was noch fehlt, sind noch ein paar Lagerfeuer, die ich noch anmachen muss. Aber jetzt will ich zu den Banuk gehen. Warte mal, da muss ich mal gucken. Quest, da gibt es ja eine extra Quest. Nebenquest, Aufträge, alles abgeschlossen. Ja gut, Jagdgebiete. Wobei, die habe ich abgeschlossen. Ja, die habe ich alle abgeschlossen. Mit hier, tralala, Jagdgebiete habe ich abgeschlossen. Tutorials. Habe ich auch alle abgeschlossen, glaube ich. Nebenquest, jawohl. So, also es verbreiten sich Gerüchte über seltsame Ereignisse im Schnitt im Banuk-Gebiet nördlich des Grabhorts. Gucken wir mal, wo das ist. Ganz da oben. Also let's do it, würde ich sagen. Auf zu den Banuk. Ich bin gespannt, was das so alles wird. Mann, 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 der rennt aber mein Rechner, Wahnsinn. So. Ich muss da hoch, genau. Hier geht's zu dem Banuk. Und wieder klettern, naja, wie immer. Okay. Also da ist noch ein Stück. Oh. Nehmen wir alles mit. Check. Da geht's hoch. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Du schaust also immer noch nach mir. Ich dachte, dir reicht's. Entschuldige, dass mich das Schicksal der Welt immer noch interessiert. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, Aloy, sondern die Zukunft. Oder dass es vielleicht keine gibt. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Mach ich doch gerade. Aber wie immer tust du, was du willst. Zickig. Ja, der ist gerade zickig. Das sieht schon cool aus, gell? Das muss man echt sagen. So. Aber es ist cool, dass sie es mit eingebunden haben, dass die... Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Oh. Wieso ist denn der schon verletzt? Schwäche, Eis, Stärke, Feuer. Da ist der neue Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Schwäche, also Eis. Okay, dann Hilfe. Eis. Also das ist Feuer, tralala, ich bräuchte irgendwas mit Eis. Hier hab ich doch Eis, oder? Ja. Aber, ah, das ist ein Kriegsbogen. Okay. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Kriegsbogen irgendwie...
Okay, wir werden jetzt mal ein bisschen Eis basteln, Leute. Das ist... Okay. Aber der ist schon irgendwie komisch drauf. Keine Ahnung, Eis. Oh, das wird echt kalt, Junge, Leute. Ach so, da war ich ja schon. Oh, leck mich am Arsch, was ist das? Oh, what the fuck? Oh, Leute. Halt doch mal still. Mal gucken, wie dir das gefällt. Hä? Magst du nicht, hä? Halleluja. Alter, was ist das für ein Vieh? Oh. Was war das denn? Meine Fresse. Hin. Ich kann da auch hier hochklettern bestimmt, oder? Ja, das ist bestimmt eine Abkürzung. Oh, guck mal. Schick. Hep, und noch hoch. Komm. So, rüber. Und hep. Und rüber. Und. Hep. Und hoch. Und wie jetzt? Jetzt hänge ich hier so rum. Ah. Ja, das war die Abkürzung. Genau. So. Gucke mal. Huch, jetzt habe ich beinahe runtergeklatscht. Wie heißt das hier? Götterdämmerung. Das nehme ich für unterwegs mit. Das sieht natürlich cool aus. Auf zu dem Banuk. Eine Fremde auf dem Berg! Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Eine Fremde auf dem Berg. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Bin echt gespannt auf dieses Völkchen, der Banuk. Du hast zum Schnitt geschafft, Fremde. Aber du bleibst nicht lang. Ja, genau. Oh, guckt euch das an. Von dem Berg dort steigt Rauch auf. Und vom Dorf auch. Wie geil ist das denn?
Doch dies soll es gewesen sein, meine lieben Freunde, von meinem Livestream. Lasst mir einen Daumen oben da, abonniert meinen Kanal, macht rechts die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Von Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla. Bis dahin, bleibt gesund und Semper Fi.